Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen monatlichen Ideas Top Webinar des Monats Juli. Und wir haben heute ein Sonderthema. Wir sprechen heute über die Rohstoffe und wen anderes außer den Rohstoffanalysten der Commerzbank Carsten Fritsch sollten wir hier haben, um über die Rohstoffe zu reden. Also wir reden auch nicht nur über Gold und Öl wie angekündigt, sondern wir werden auch einen Blick auf, ja, auf Energie werfen. Wir werden ein bisschen auch den CO2-Preis beleuchten. Also es wird ein spannendes Webinar heute Abend. Ganz kurz noch zu meiner Person. Viele mögen mich kennen. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin hier in der Société Générale Experte für Zertifikate und Optionsscheine und unter anderem für die Webinare zuständig. Bevor ich an Carsten Fritsch übergebe, ganz kurz zu unseren Services bzw. wo Sie uns erreichen können, wenn Sie Fragen haben sollten zu den Webinaren, zu den Services bzw. auch zu unseren Produkten. Und hier finden Sie noch ein paar Links, wo Sie interessante Newsletter und auch unser kostenloses Magazin abonnieren können, beziehungsweise auch unseren Börsennews-Kanal. Und noch zwei kleine Sachen in eigener Sache. Wir haben ein neues Themenzertifikat aufgelegt, den Smart Mobility Index-Zertifikat. Und hier geht es darum, dass wir die Mobilität der Zukunft in den Vordergrund schieben wollen. Das heißt also, die in diesem Index enthaltenen Aktien stammen aus den Sektoren autonomes Fahren, Batterieproduktion, Ladeinfrastruktur, Autos der Zukunft, Wasserstoff, Mikromobilität und öffentliches Transportwesen. Wer daran Interesse hat, kann dies unter osg-zertifikate.de/mobility da mehr erfahren. Und wer uns oder wer in der Nähe von München wohnt und uns sehen will, beziehungsweise mich, ich bin mit zwei Vorträgen dabei. Besuchen Sie uns doch in München, jetzt am Samstag von 9:30 Uhr bis 17 Uhr im MOC. Ja, wir würden uns freuen. Tickets gibt es kostenfrei unter dem angegebenen Link. So viel nun von meiner Seite. Ich freue mich, Carsten begrüßen zu dürfen und übergebe den Bildschirm. Schönen guten Abend, Carsten. Schön, dass du dabei bist. Schönen Abend, Holger, und danke für die Einleitung. Wir hatten, als wir das Webinar geplant hatten, davon gesprochen, wie kann man das Ganze übertiteln. Mittlerweile hat sich das Ganze mittlerweile schon komplett wieder gedreht. Wir hatten ja, das war die Frage aufwerfen, ob wir jetzt im Zootemper mit weiteren Zuwächsen zu rechnen haben oder ob der Rallye in die Luft ausgeht. Wenn man sich aktuell die Preise anguckt, ist die Frage schnell beantwortet. Also von Rallye ist nicht mehr viel übrig. Der Wind hat sich komplett gedreht an den Märkten von der großen Euphorie, die wir noch im ersten Halbjahr, vor allem im ersten Quartal gesehen haben. Bei den Rohstoffmärkten kann man da nicht mehr viel erkennen. Ich beginne mal mit dieser Grafik, die das ganz gut veranschaulicht. Ich habe ja die verschiedenen Rohstoffklassen dargestellt seit Jahresbeginn. Man sieht insbesondere nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine Ende Februar einen recht kräftigen Anstieg, nahezu bei allen Rohstoffen. Liegt vor allem daran, dass eben Russland zu den weltgrößten Rohstoffproduzenten und Exporteuren zählt. Das gilt vor allem für die Energieträger, deswegen auch der starke Anstieg dieser schwarzen Linie, was die Energieträger insgesamt bedeutet, aber auch für ausgewählte Metalle, Industriemetalle, Edelmetalle, wo Russland groß auf dem Weltmarkt tätig ist und natürlich auch für Getreide. Bei Getreide kam dazu, dass natürlich auch die Ukraine da noch eine große Rolle spielt, ein großer Exporteur ist. Und in der Summe sind eben die Ölpreise aufgrund dieses Krieges dann kräftig gestiegen. Der Gaspreis, der Weizenpreis sogar haben zwischenzeitlich Rekordhochs verzeichnet. Viele Metallpreise haben Mehrjahreshochs erreicht. Nickel, was einen besonderen Bezug zu Russland hat, ist so auf einen Rekordhoch gestiegen. Aber wie schon erwähnt, auch hier an der Grafik zu sehen, davon ist jetzt am aktuellen Rand nicht mehr allzu viel übrig. Wir haben doch eine spürbare Eintrübung der Marktstimmung gesehen. Vielfach empfindliche Preisrückgänge. Liegt vor allem daran, dass die steigenden Rohstoffpreise die Inflationsraten immer weiter nach oben treiben. Wir haben jetzt ja auch gestern neue Inflationsüberraschungen in den USA bekommen mit einer neuen vorm Komma. Das setzt alle wichtigen Zentralbanken unter Druck, die Zinsen anzuheben, was vielfach schon erfolgt ist.
Federal Reserve letztes Mal 75 Basispunkte, gerade gestern die Bank of Canada sogar 100 Basispunkte. Mit Ähnlichem wird es möglicherweise auch bei der Fed bei der nächsten Sitzung in der übernächsten Woche gerechnet. Und dieser Zinsanstieg, der schürt eben Rezessionssorgen und trägt auch dazu bei, dass der US-Dollar massiv aufwertet. Beides zusammengenommen ist eben Giftblätter Gegenwind für die Rohstoffpreise. Die Industriemetalle sind mittlerweile deutlich unter das Jahreseinstandsniveau gesunken, ist diese orangene Linie. Gold ist wieder auch unterhalb des Niveaus vom Jahresbeginn angekommen, was doch sehr überraschend ist, aber ich werde darauf dann später noch genauer eingehen, was dahinter steckt. Getreidepreise sind noch knapp darüber, aber auch von den starken Gewinnen, die wir da mal gesehen haben, ist auch nicht mehr allzu viel übrig. Nur die Energiepreise sind nach wie vor deutlich höher als zu Jahresbeginn, aber auch da schmelzen die Gewinne spürbar dahin. Vielleicht in diesem Zusammenhang kurz erwähnen, ich meine, klar, Rezessionsängste. Warum haben die so einen starken Einfluss auf die Rohstoffpreise an dieser Stelle? Die meisten Rohstoffe haben natürlich eine hohe industrielle Verwendung, Industriemetalle in der Industrieproduktion, ebenso Ölprodukte. Ölprodukte werden dann auch noch für den Transport von produzierten Gütern verwendet. Und wenn eben aufgrund einer Rezession weniger produziert wird, muss auch weniger von A nach B transportiert werden. Oder es wird generell dann auch weniger gefahren, wenn die Preise hoch sind, die Einkommen, die Realeinkommen vor allem dann geschmälert sind. Also die Nachfrage nach Industrierohstoffen geht da deutlich zurück, aber vielfach ist es aktuell vor allem die Angst, dass es dazu kommt. Die meisten Konjunkturdaten aktuell deuten ja noch nicht darauf hin, dass wir schon in der Rezession sind, aber es besteht eben die Sorge, dass wir in eine Rezession reinrutschen können. In Europa kommt ja noch eben die Sorge vor einer Gaskrise zu. Ich werde da noch später darauf eingehen, was das denn für Folgen hat, wenn eben das Gas knapp wird, rationiert werden muss, Industrieanlagen abgeschaltet werden, hat dort das natürlich dann eben massive Auswirkungen auf die Nachfrage nach anderen Industrierohstoffen. Deswegen ist das aktuell eben so ein massiv preisbelastender Faktor für Industrierohstoffe. Dann schaue ich mal, wie es jetzt die verschiedenen Rohstoffe sich im ersten Halbjahr entwickelt haben. Also Stichtag ist hier der 30.06. Natürlich sind die Preise seitdem noch weiter gefallen. Also diese Pluszeichen, die wir jetzt auf der linken Seite dieser Skalierung sehen, sind vielfach geringer und die Minuszeichen auf der rechten Seite sind ebenfalls eher noch größer geworden, verglichen mit vor 2 Wochen. Man sieht aber zumindest, dass der Erdgaspreis im ersten Halbjahr am stärksten gestiegen ist. Der hat sich mehr als verdoppelt, in der Spitze sogar mehr als verdreifacht. Und dahinter steckt eben die Sorge vor einem russischen Gaslieferstopp, was aktuell wieder akut geworden ist im Zuge der wartungsbedingten Schließung der Nord Stream Pipeline. Andere Energieträger folgen danach, so Ölprodukte, Rohöl und dann auch noch Weizen, eben auch aufgrund der Sorgen vor einem angespannten oder eingeschränkten Angebot. Am anderen Ende des Spektrums liegen eben die Industriemetalle, also alle mittlerweile deutlich im Minus. Das war aber eben im ersten Halbjahr auch mal zwischenzeitlich anders, da lagen die auch im deutlichen Plus. Bei den Industriemetallen kommt ja noch die Problematik China hinzu, wo noch bis Anfang Juni für 2 Monate Shanghai im Lockdown war aufgrund der strikten Zero-Covid-Politik und aktuell wird wieder befürchtet, dass aufgrund von steigenden Corona-Infektionszahlen chinesische Städte in Lockdown müssen, was dann auch dort dann wieder negativ auf die Industrieproduktion abstrahlt und die Nachfrage nach vor allem Industriemetallen dann schmälern könnte. Gold hält sich im hinteren Mittelfeld, lag zumindest noch bei plus minus null zum Wechsel des Halbjahres, mittlerweile wie gesagt ins Minus gerutscht. Und es sieht eben aktuell eher danach aus, dass es mit Wert nach unten geht. Also im Moment ist es nicht mehr so die große Freude, das zu betrachten, wenn man vor allem an steigenden Preisen interessiert ist. Thema Gas, Erdgaskrise eben hatte ich schon erwähnt als doch massiv preisbelastender Faktor aktuell. Zum einen hat die Sorge vor der Gaskrise dazu geführt, dass der europäische Erdgaspreis kräftig gestiegen ist. War jetzt zwischenzeitlich schon wieder bei über 180 Euro je Megawattstunde. Vorher nochmal auf unter 100 gefallen im Juni. Seitdem aber Russland deutlich weniger Erdgas nach Europa liefert. Ab Mitte Mai ging es los, als der Pipeline-Fluss über die Ukraine deutlich gedrosselt wurde, weil eben ein Einspeisepunkt im Kriegsgebiet im Donbass liegt. Richtig kritisch wurde es dann aber ab Mitte Juni,
als denn Russland die Lieferung über Nord Stream um rund 60% reduziert hat, angeblich wegen des Fehlens einer wichtigen Turbine, die in Kanada gewartet wurde und die dann aufgrund der westlichen Sanktionen nicht mehr zurückgegeben wurde. Das soll mittlerweile nun erfolgen. Ob das schon erfolgt ist oder wann das erfolgt ist, wissen wir nicht genau. Es gab da jetzt Berichte, dass es wohl morgen passieren soll. Eigentlich waren das russische Medien, deswegen weiß ich nicht, ob man denen trauen kann. Gibt auch seitens der Ukraine eine Klage dagegen. Also ganz sicher ist es noch nicht, aber entscheidend ist eben, dass aktuell gar kein Gas über die Nord Stream Pipeline fließt, seit Anfang der Woche aufgrund von turnusmäßigen Wartungsarbeiten. Man sieht es in dieser Grafik. Nord Stream, das ist diese orangene Fläche unten und wir hatten auch letztes Jahr im Juli da eben so einen Rückgang auf Null. Das war eben diese Wartungsarbeiten. Normalerweise ist das kein großes Thema. In diesem Jahr ist man besonders nervös, weil man eben befürchtet, dass danach das Gas nicht mehr angeschaltet wird. Und dann könnte es eben zu dieser Gaskrise kommen, zur befürchteten, zum industriellen Stillstand und dann eben wird das die Industrierohstoffe nochmal massiv unter Druck geraten. Also wir warten jetzt gespannt auf den 21. Juli, das ist eben der letzte Tag von dieser Wartungsphase, wie es danach weitergeht. Heute gab es Kommentare seitens der russischen Regierungssprecherin Sacharowa und die meinte, ob Gas wieder fließt, liegt vor allem an der Nachfrage aus Europa und ob die Sanktionen mögliche Beeinträchtigungen zur Folge haben könnten. Stichwort Turbine. Also möglicherweise, sobald die, wenn die Turbine nicht da ist, könnte kein Gas fließen. Ist zumindest ein gewisses Risiko, was man dann im Auge behalten müsste. Wenn das der Fall ist, dann würde ich nochmal einen weiteren massiven Preisrückgang bei Rohstoffen dann ab Ende nächster Woche befürchten. Wenn das Gas fließt, vor allem wieder normal fließt, dann wäre eine spürbare Beruhigung zu erwarten und entsprechend eine Preiserholung bei den Rohstoffen. Also das ist eben das große Risiko, was wir aktuell sehen am Markt. Komme ich dann zu den Ölpreisen. Ähnlich wie zu Beginn bei dem Chart mit den Energierohstoffen sieht man doch beim Ölpreis starker Preisanstieg zu Jahresbeginn, dann der Spike kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges. Da lag der Preis sogar 60% im Plus. Davon sind mittlerweile nur noch 25% übrig. Das Hoch im März war bei rund 130 Dollar je Barrel, da war ein 13,5-Jahres-Hoch. Gasöl, also das Mitteldestillat aus den Ölpreisen, war sogar auf ein Rekordniveau von 1660 Dollar je Tonne gestiegen. Insgesamt kann man aber sagen, dass sich die Ölpreise, sowohl Rohöl als auch Gasöl, seit Beginn des Krieges auf einem erhöhten Niveau lange Zeit gehalten haben. Brennt zumeist zwischen 100 und 120 Dollar je Barrel, Gas jetzt zwischen 1100 und 1400 Dollar je Tonne. Ehe es eben jetzt zuletzt zu diesem starken Rückgang unter diese Spanne gekommen ist. Was man bei Öl auch noch sagen muss, dass Öl mit kurzfristiger Lieferung noch immer deutlich teurer ist als spätere Fälligkeiten. Also die Terminkurve ist fallend. Wir sprechen da von einer Backwardation. Die wiederum signalisiert ein angespanntes Angebot. Also obwohl eben diese Rezessionssorgen und Nachfragesorgen bestehen, signalisieren die Terminkurve immer noch, dass eigentlich kurzfristig das Ölangebot eher knapp ist. Liegt eben daran, dass es zu einem deutlichen Rückgang der russischen Ölproduktion gekommen ist, wegen der Sanktionen und verschiedener Ölembargos. USA, Großbritannien und Kanada zum Beispiel haben Ölembargos beschlossen. Die EU will jetzt bis Jahresende auch aus den Einfuhren von russischem Öl aussteigen. Dann gibt es noch Produktionsausfälle andernorts, zum Beispiel in Libyen, Ecuador und in Kasachstan. Und all das hat aber eben diesen starken Preisrückgang die letzten Tage heute auf ein 5-Monats-Tief von rund 95 Dollar Barrel bei Brent nicht verhindern können, weil eben aktuell die Sorgen von der Rezession aufgrund der höheren Zinsen, der China-Lockdowns und der möglichen Gaskrise schwerer wiegen. Wir haben eine kurze Frage, nochmal ganz kurz, und zwar, Polen kann man doch nur durch die Ukraine mit der Pipeline erreichen. Wie ist Via Polen bzw. Via Ukraine zu verstehen? Das war noch ein Schaubild vorher. Da, vielleicht willst du da kurz was zu Ja, sagen. die Yamal-Pipeline, die fließt von Russland über Weißrussland und Polen nach Deutschland, kommt dann im brandenburgischen Malnow an. Interessant ist hier, man sieht ja, diese gelbe Fläche wird immer kleiner und abgesehen von so einem kurzen Spikes dann im März rum, ist hier nicht mehr zu sehen. Also es fließt schon eigentlich seit Ende letzten Jahres mit wenigen Ausnahmen kein Gas mehr über diese Pipeline nach Deutschland. Was eben interessant ist, es fließt Gas aber von Deutschland nach Polen über diese Pipeline, also in umgekehrte Richtung. Und das Gas, also was Deutschland über Nord Stream bekommt, wird dann in Teilen über diese Pipeline nach Polen zurückgeschickt, weil Polen ja kein Gas aus Russland mehr beziehen will. Es war weiter russisches Gas, bezieht es aber aus Deutschland. Das ist ein bisschen schizophren. Aber die haben es dann damit geschafft, sogar ihre Lagerbestände auf fast 100% aufzufüllen.
Die andere Pipeline über Ukraine, diese schwarze Fläche, die kommt an der Grenze zur Slowakei in EU an. Also das ist eine andere Pipeline. Die ist aktuell aber auch nur etwa so, kommt etwa nur halb so viel Gas in diesem Übergangspunkt an der Slowakei an als früher, weil eben einer von diesen zwei Einspeisepunkten im Donbass liegt und die Ukraine aus diesem Bereich kein Gas aus Russland mehr annehmen will. Man würde mehr Gas aus dem zweiten Einspeisepunkt, liegt weiter nördlich, außerhalb des Kriegsgebietes, nehmen, aber da hat sich Gazprom dagegen gestellt. Es gab auch Nachrichten, dass angeblich Russland bereit sei, jetzt während dieser Wartungsphase Nord Stream mehr Gas über die Ukraine durchzuleiten, aber die aktuellen Daten zeigen es nicht. Man sieht auch in den letzten Jahren, dass während dieser Wartungsarbeiten über Jamal und diese Ukraine-Pipeline in etwa so viel Gas noch nach Europa, also Deutschland, Slowakei angekommen ist, wie normalerweise durch Nord Stream gehen. Aber eben diesen Jahr ist das nicht der Fall. Also Hoffnung, dass da jetzt dann mehr Gas umgeleitet wird über andere Pipelines, haben sich bisher nicht erfüllt. Dankeschön dafür. Dann komme ich mal kurz zur Ölnachfrage. Also ich habe ja dargestellt, die Prognosen oder die Ist-Werte laut Prognosen der Internationalen Energieagentur, die gelbe Linie und der OPEC jeweils den Monatsberichten, die kamen jetzt erst in dieser Woche aktuell gerade raus. Man sieht eben, dass dieser starke Einbruch Anfang 2020 wegen Corona mittlerweile nahezu wettgemacht ist. Also im zweiten Quartal lag die Nachfrage noch leicht unter dem Vorpandemieniveau. Im ersten Quartal wurde es sogar schon wieder erreicht, aber im zweiten Quartal gab es dann eben aufgrund der Corona-Lockdowns in China dann wieder Gegenwind. Im dritten und vierten Quartal dürfen laut IEA auch noch unter dem Vorpandemieniveau bleiben. Die haben auch für die beiden Quartale die Nachfrageprognosen nochmal nach unten revidiert. Die OPEC ist dagegen für das zweite Halbjahr deutlich optimistischer. Also diese schwarze Linie ist deutlich höher als die gelbe und die erwarten sogar für Ende des Jahres im vierten Quartal eine Nachfrage, die 2 Millionen Barrel pro Tag über dem Niveau von 2019, also vor dem Pandemieniveau, liegen soll. Das allerdings erachten wir aufgrund der aktuellen Risiken für die Nachfrage als zu optimistisch. Stichwort weitere Lockdowns in China sind nicht auszuschließen aufgrund des Festhaltens an der Zero-Covid-Strategie. Die Nachfrage im Westen wird durch die hohen Preise und die Rezessionssorgen gebremst und damit auch das Risiko der Gaskrise, was ich schon erörtert habe. Wir achten dabei die Prognose der IEA als realistischer. Die Nachfrage, muss man aber sagen, steigt zwar weniger dynamisch, aber sie steigt immerhin und dass die Saudis zuletzt ihre Verkaufspreise für Abnehmer in Asien und Europa deutlich erhöhen konnten, deutet oft darauf hin, dass die Nachfrage noch einigermaßen robust ist. Und fürs nächste Jahr sieht die IEA auch die Nachfrage wieder stärker steigen und auch auf ein Niveau, was über dem von vor der Corona-Pandemie liegt. Welche Auswirkungen haben jetzt die Sanktionen gegen Russland auf das Ölangebot? Die westlichen Abnehmer kaufen schon seit dem Frühjahr kaum russisches Öl mehr. Das ist eher ein freiwilliger Käuferstreik, so eine Art Selbstsanktionierung aus Sorge vor Reputationsverlusten aufgrund rechtlicher Unsicherheit, wie es denn aussieht mit Sanktionen, darf man noch kaufen oder nicht. Dann haben sich viele Rohstoffhändler aus dem Russlandgeschäft zurückgezogen, genauso Reedereien und Ölunternehmen. Und dazu haben einige Länder wie USA, Kanada und Großbritannien bereits einen Einfuhrstopp für russisches Öl verhängt. Und die EU will eben bis zum Jahresende die Öleinfuhren aus Russland um 90% reduzieren. Das hat dazu geführt, dass das russische Öl mit einem deutlichen Preisabschlag gegenüber Brent handelt. Das ist die Grafik links, also die Preisdifferenz zwischen Urals Öl, das ist der russische Benchmark, und dem Brent, Dated Brent, also der physische Brentpreis, mit 1 Monat der Lieferfrist. Und da sieht man eben, dass der Uralspreis so 30 bis $35 unter dem Brentpreis notiert. Gleichzeitig ist aufgrund der geringeren Käufe aus dem Westen die russische Ölproduktion im April um mehr als 1 Million Barrel pro Tag zurückgegangen. Man sieht aber eben, dass diese deutlich geringeren russischen Ölpreise, dieser Preisabschlag dazu führt, dass das Kaufinteresse aus Ländern, die sich nicht an den westlichen Sanktionen beteiligen, für russisches Öl stark gestiegen ist. Also Indien zum Beispiel hat in den ersten 5 Monaten mehr russisches Öl gekauft als im gesamten Jahr 2021. Und China hat laut aktueller Zahlen im Mai und Juni rund 2 Millionen Barrel täglich aus Russland importiert. Damit war Russland in den letzten 2 Monaten der größte Öllieferant Chinas noch vor Saudi-Arabien. Und dieses starke Kaufinteresse seitens von dieser Länder hat dazu geführt, dass die russische Ölproduktion im Mai und Juni wieder
gestiegen ist und im Juni auch nur noch wenig unter dem Vorkriegsniveau gelegen hat. Allerdings erwartet die IEA, dass wegen des jetzt langsam eintretenden EU-Ölembargos die russische Ölproduktion bis zum Jahresende wieder graduell zurückgeht und dann nur noch bei 8,7 Millionen Barrel pro Tag liegt. Allerdings muss man sagen, dass die IEA schon einen Rückgang um 3 Millionen Barrel pro Tag für April erwartet hat. Es gab den Rückgang um 1 Million und die haben auch nicht diesen Anstieg erwartet. Deswegen muss man abwarten, ob die russische Ölproduktion wirklich dann bis Jahresende so stark zurückgehen wird. Wie ordnet sich das Ganze dann in den Kontext der OPEC Plus ein, wo ja Russland auch ein Mitglied ist? Ich habe hier dargestellt, die Fördermenge der OPEC Plus, das ist diese gelbe Linie. Das gestrichelte Niveau ist das, wo die Produktionskürzungen begannen. Und Ziel war eben zunächst, dass diese Kürzungen bis Mai diesen Jahres wieder rückgängig gemacht werden sollten. Das hatte man dann im letzten Sommer bis September diesen Jahres dann gestreckt. Man sieht aber auch, dass die OPEC Plus diesem Plan doch deutlich hinterherhinkt, weil sie eben einfach nicht schafft, die vereinbarten Fördermengen überhaupt an den Markt zu bringen. Im Juni lag die Produktion der OPEC Plus ca. 2,8 Millionen Barrel pro Tag unter dem vereinbarten Niveau. Man sieht auch, dass die Produktion, also die gelbe Linie, in den letzten Monaten kaum noch gestiegen ist, sogar teilweise zurückgegangen ist. Das lag zum einen zunächst an dem starken Rückgang der Ölproduktion in Russland, den ich schon erwähnt hatte, aber auch da gab es noch Ausfälle in Kasachstan aufgrund von verschiedenen Gründen, Sperrung einer Ölpipeline, die über russisches Territorium geht, Wartungsarbeiten. Und dann weiteres Problem ist, dass auch die OPEC es nicht schafft, die zugesagte Produktionserhöhung überhaupt umzusetzen. Denn viele Länder der OPEC produzieren bereits am Maximum und können ihre Produktion nicht weiter erhöhen. Das gilt insbesondere für Nigeria und Angola sowie eine Reihe kleinerer afrikanischer Länder. Auch in Libyen kam es zu einem deutlichen Produktionsrückgang aufgrund von Protesten und Blockaden. Und auch in Ländern mit freien Kapazitäten, wo man eigentlich erwarten könnte, sie können mehr fördern, wie Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, gab es jetzt ein Unterschreiten der vereinbarten Menge, was doch sehr erstaunlich ist. Und die Saudis haben bislang auch jegliche Forderungen, die Produktion stärker auszuweiten als vereinbart, zurückgewiesen, weil man nach wie vor an der Zusammenarbeit mit Russland festhalten will. Der Westen versucht eben, diese Lücke damit zu schließen, indem Öl aus den strategischen Reserven freigegeben wird. Ein weiteres Problem ist, dass die US-Ölproduktion bislang nur eher verhalten gestiegen ist. Auch das hat dazu beigetragen, dass das Angebot bis zuletzt eher ziemlich knapp gewesen ist. Der Rückgang der US-Ölproduktion, das ist die rechte Grafik, gelbe Linie, Anfang 2020, dieser starke Einbruch, wurde bislang nur teilweise wieder rückgängig gemacht. Also aktuell liegt die Produktion noch rund 1 Million Barrel pro Tag unter dem Rekordniveau von Ende 2019. Und das trotz des starken Preisanstiegs und dem hohen Preisniveau, was man in der gelben Linie, linke Grafik, gut sehen kann. Man sieht in der linken Grafik aber auch, dass die Bohraktivität, die schwarze Linie, noch immer niedriger ist als Anfang 2020. Also die Reaktion dort ist wesentlich verhaltener, als das in früheren Fällen nach Preisanstiegen der Fall gewesen ist. Liegt auch daran, dass die US-Regierung mit einer strengeren Vorschriftenregulierung die Ölförderung erschwert. Zudem konzentrieren sich die Schieferölunternehmen auf ertragreiche, kostengünstige Quellen. Vor allem, das ist ja Permian Basin zu nennen, das ist das größte Schieferverkommen in den USA. Dort liegt die Produktion bereits wieder auf einem Rekordniveau. Insgesamt betrachtet allerdings noch nicht. Zudem haben die Ölunternehmen mit Kostensteigerungen bei der Ausrüstung und Engpässen bei Arbeitskräften zu kämpfen. Die US-Ölindustrie erwartet laut einer Umfrage der Dallas Fed auch in den nächsten 12 Monaten fortgesetzte Lieferkettenprobleme. Dennoch soll die US-Ölproduktion in den kommenden Monaten wieder etwas stärker steigen. Die US-Energiebehörde erwartet einen Anstieg um rund 800.000 Barrel pro Tag in den nächsten 12 Monaten. Und das Rekordniveau von Ende 2019 soll nun Ende 2023 erreicht werden. Das ist die Grafik rechts. Die IEA erwartet wiederum für dieses Jahr einen Anstieg der US-Schieferölproduktion um rund 860.000 und für nächstes Jahr um 680.000, Barrel pro Tag. Wenn ich jetzt Angebot und Nachfrage zusammenfasse in einer Grafik und mir anschaue, was das für den gesamten Ölmarkt bedeutet, zeigt diese Grafik, dass wir bis Anfang diesen Jahres im ersten Quartal 2022 für 7 Quartale in einem Angebotsdefizit waren. Also diese
orangenen Säulen zeigen nach unten oder die gelbe Linie, die Nachfrage war über der dunklen Linie, was das Ölangebot bedeutet. Im Zuge dessen sind auch dann die Lagerbestände deutlich abgebaut worden. In den OECD-Ländern lagen die im Mai rund 300 Millionen Barrel unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Allerdings zeigen die IEA-Prognosen auch, dass der Ölmarkt im zweiten Halbjahr 2022 deutlich überversorgt sein sollte, insbesondere im dritten Quartal mit fast 2 Millionen Barrel täglich. Liegt vor allem daran, dass sich die Nachfrage schwächer entwickelt. Die wurde nach unten revidiert, also diese gelbe Linie nach unten revidiert aufgrund der Corona-Lockdowns in China und der nachfragedämpfenden Wirkung der hohen Preise vorher. Zudem soll das Nicht-OPEC-Angebot höher ausfallen als erwartet, vor allem weil die US-Ölproduktion etwas stärker steigt als gedacht und eben die russische Produktion nicht so stark zurückgegangen ist, wie das erwartet wurde. Die IEA unterstellt dabei, dass die OPEC-Produktion in den nächsten Monaten im Rahmen des Abkommens angehoben wird. Auch da kann man gewisse Zweifel haben nach den letzten Monaten. Man muss auch bedenken, dass die Freigabe der strategischen Reserven in diesen Prognosen nicht enthalten sind. Und von der Seite kommen nochmal gut 1 Million Barrel pro Tag pro Oktober, bis Oktober an den Markt. Also unterm Strich kann man sagen, dass laut IEA der Ölmarkt aktuell nicht wirklich angespannt ist. Anders sieht das die OPEC, die sieht den Ölmarkt wegen einer höheren Nachfrageschätzung aktuell unterversorgt. Wenn man sich das nächste hier anschaut, dann implizieren aber auch die Prognosen der Internationalen Energieagentur für nächstes Jahr ein Angebotsdefizit. Allerdings muss man sagen, unter der Annahme, dass die Ölproduktion in Russland, wie von mir schon erwähnt, bis zum Jahresende deutlich zurückgeht und auf diesem niedrigen Niveau im gesamten nächsten Jahr verharren wird. Ob das so kommt, muss man auch erstmal abwarten. Zudem soll die Nachfrage eben im nächsten Jahr über das Vorpandemie-Niveau steigen. Aufgrund der Aussicht auf einen eher reichlich versorgten Markt in diesem Jahr und einen mehr oder weniger ausländischen Markt im nächsten Jahr erwarten wir Brent am Jahresende bei 95 Dollar je Barrel, also etwa da, wo wir heute schon waren im Tief und im nächsten Jahr einen weiteren leichten Rückgang auf 90 Dollar je Barrel. Die Terminkurven gehen etwa in dieselbe Richtung, wir erwarten auch einen leicht fallenden Ölpreis in den nächsten Monaten. Wie sieht es beim Dieselmarkt aus? Der Gasölpreis war zeitweise sogar noch stark gestiegen als der Brentpreis. Ein Rekordniveau von 1.660 Dollar je Tonne wurde Anfang März erreicht. Anfang Juni waren wir nochmal bei über 1.400 Dollar. Das Ganze ging mit einer deutlichen Ausweitung des Cracks-Spreads, also der Preisdifferenz zwischen Gas und Brent, einher. Das ist die linke Grafik hier. Also die Preisdifferenz war eben in der Spitze im Juni bei fast 60 Dollar je Barrel. Normal sind sie zwischen 10 und 20 und die vorige Spitze lag 2008 bei 40 Dollar. Also diese starke Kurze Ausdrücke, Frage zu ja. diesem Cracks-Spread. Entschuldigung, wenn ich da dazwischengrätsche. Wie kommt das, dass plötzlich der Dieselpreis sich so vom Brent abkoppelt? Darauf wäre ich jetzt ohnehin gekommen. Das ist eben durch eine Sorge vor einer Angebotsknappheit verursacht, denn das von der EU beschlossene Ölembargo gegen Russland betrifft auch Ölprodukte, wenn auch etwas später, nach 8 Monaten, aber auch Anfang nächsten Jahres würde das dann auch Ölprodukte betreffen. Also EU will dann auch keine Ölprodukte, kein Diesel mehr aus Russland beziehen. Und Russland war eben vor allem für die EU ein wichtiger Lieferant von Diesel, der wichtigste, mit bis zu 80% der Nettoimporte hat die EU zeitweise aus Russland bezogen. Das muss dann eben irgendwo anders herkommen. Paradoxerweise möglicherweise aus Indien, die das billigere russische Öl im Discount kaufen, in ihren Raffinerien dann zu Diesel verarbeiten und dann zu hohen Weltmarktpreisen dann an uns weiterverkaufen. Also ob das wirklich so als zielführend ist, muss jeder dann selber für sich überlegen. Hinzu kam, dass die Lagerbestände von Mitteldestillaten, also wo diese Gasöl zu zählt, sehr niedrig sind. Im Mai lagen die laut gestrigen Monatsbericht der IEA knapp 100 Millionen Barrel unter dem 5-Jahres-Durchschnitt in den OECD-Ländern. Davon die Hälfte dieser Abweichung entfiel auf Europa. Knapp die Hälfte auf die USA. Also auf beiden Seiten des Atlantik ist diese sehr knapp. Die US-Destillatebestände waren im Mai auf ein 17-Jahrestief gefallen. Und in Nordwesteuropa, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, ARA nennt sich das, liegen die Gasölbestände schon, eigentlich schon seit Wochen, Monaten auf dem tiefsten Stand seit 2008.
Zuletzt ist allerdings auch der Gasölpreis und der Crackspread wegen der von mir schon erwähnten Rezessionssorgen spürbar zurückgegangen, und wir erwarten auch in den nächsten Monaten eine Fortsetzung dieser Tendenz, einen Rückgang des Gasölpreises auf 59 Dollar je Tonne bis Jahresende, einhergehend mit einem fallenden Ölpreis, was ich schon erwähnt hatte, und auch einer Normalisierung, weiteren Normalisierung des immer noch eigentlich historisch viel zu hohen Crackspreads. So, damit bin ich mit den Energieträgern soweit durch und komme zu den Edelmetallen, die mir auch nicht gerade viel Freude bereiten. Im Gegenteil, der Goldpreis ist nach einem starken Jahresbeginn auf den Boden der Tatsachen gelandet. Also alle Gewinne seit Jahresbeginn sind weg. Also diese gelbe Linie ist der Goldpreis in Dollar je Feinunze. Aktuell liegt er sogar 6% unter dem Niveau von Jahresbeginn. Wir haben jetzt 4 Wochenrückgänge in Folge gesehen und 3 Monatsrückgänge in Folge. Und das Ganze trotz einer anhaltenden hohen und steigenden Inflation sowie Rezessionssorgen gepaart mit fallenden Aktienmärkten und einer inversen Zinsstrukturkurve. Eigentlich sind das alles Parameter, ein Umfeld, was Gold zugutekommen sollte. Stattdessen sehen wir aber Gold schon seit Wochen eigentlich wie andere Rohstoffe unter Druck, und gerade heute ist der Goldpreis auf ein 11-Monats-Tief von zeitweise unter 1700 Dollar je Feinunze gefallen. Also die Goldpreisschwäche gibt uns auch vielen anderen Rätsel auf, sorgt für Verunsicherung und Frust bei den Anlegern. Man muss allerdings bedenken, dass der Goldpreisrückgang in Dollar die bessere Entwicklung, Preisentwicklung in anderen Währungen ein bisschen überdeckt. Also der Goldpreis in Euro, das ist diese dunkle Linie, ist noch immer rund 7% über dem Niveau vom Jahresbeginn, ist auch deutlich weniger stark gefallen. Das heißt also, der Großteil der Goldpreisschwäche, die wir aktuell sehen, ist daher auf die Stärke des US-Dollar zurückzuführen. Man kann also sagen, dass der US-Dollar aktuell Gold als sicheren Hafen aussticht. Das hat allerdings auch dann zur Folge, dass der Ruf von Gold als sicherer Hafen und wertstabile Anlage durch diese Entwicklung der letzten Wochen Kratzer bekommen hat, und im Zuge dessen ist auch das Anlegerinteresse zuletzt spürbar gesunken. Ich werde darauf auf einem folgenden Slide noch genauer eingehen. Zunächst will ich nochmal die beiden wichtigsten Belastungsfaktoren für den Goldpreis darlegen, nämlich die steigenden Realzinsen und den festen US-Dollar. Der Goldpreis wurde durch den kräftigen Anstieg der Anleihenrenditen und durch die Dollarstärke belastet. Daran kann kein Zweifel bestehen. Die 10-Jahres-Rendite in den USA stieg Mitte Juni auf 3,5%. Das ist das höchste Niveau seit 2011. Aktuell liegt die um die 3%. Und die 2-Jahres-Rendite liegt auch bei mehr als 3% und war zwischenzeitlich so hoch wie zuletzt im Jahr 2007, also wie seit 15 Jahren nicht. Und es gibt auch mittlerweile kaum noch Anleihen mit einer negativen nominalen Verzinsung. Die, wenn überhaupt, dann gibt es die eben nur noch in Japan. Also auch in Europa sind die Renditen kräftig gestiegen. Dadurch verliert Gold als zinslose Anlage an Attraktivität. Der Realzins ist inzwischen wieder deutlich positiv. Zu Jahresbeginn war er noch deutlich negativ. Liegt auch daran, dass die marktbasierten Inflationserwartungen, die jetzt für den Realzins relevant sind, seit dem Hoch im April spürbar gesunken sind, obwohl die Inflationsraten eben noch eher nach oben tendieren. Aber dass die Inflationserwartungen zurückgehen, liegt eben daran, dass die Fed die Zinsen aggressiv erhöht und mittlerweile mehrfach auch eingeräumt hat, dass sie in der Inflationsbekämpfung die höchste Priorität sieht. Und diese starken Zinsanhebungen, die schon durchgeführt wurden und die noch anstehen, schüren Sorgen, dass die US-Wirtschaft deswegen in eine Rezession rutscht. Deswegen sinken auch die Inflationserwartungen. Die EZB steht auch vor einer ersten kleinen Zinserhöhung im Juli. Die Sitzung ist nächste Woche. Allerdings bisher geht man davon aus, dass dieser Zinsschritt nur 25 Basispunkte sein wird, was gegenüber den 75 Basispunkten bei der Fed oder vielleicht auch 100 in der Woche drauf, dann natürlich dann verschwindend gering ist. Also die EZB erhöht deutlich weniger und deutlich langsamer. Sie muss eben Rücksicht nehmen auf die hochverschuldeten Länder wie Italien und will jetzt auch noch ein sogenanntes Antifragmentierungsprogramm auf den Weg bringen, um eine ungewollte Ausweitung der Renditedifferenzen zwischen Italien und Deutschland
zu vermeiden, auch das erschwert es der EZB, die Zinsen eben angemessen stark anzuheben. Auch deswegen ist der Euro auf Talfahrt, ist auf den tiefsten Stand seit fast 20 Jahren gefallen. Heute waren wir auch mal kurzzeitig sogar mal recht deutlich unter die Parität gerutscht. Der handelsgewichtete Dollarindex, das ist die Grafik rechts, die dunkle Linie, ist auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren gestiegen. Ich habe jetzt diesen Dollarindex hier invers dargestellt, eben um diesen inversen Zusammenhang zum Goldpreis darzulegen. Also gemessen an der Dollarstärke hält sich der Goldpreis sogar noch recht gut auf, wenn man sich die Realzinsen, die ebenfalls invers dargestellt da sind, gemessen daran hält sich der Goldpreis eigentlich auch noch vergleichsweise gut. Wir haben in dem Zusammenhang jetzt direkt drei Fragen, die reingekommen sind. Deswegen möchte ich dich an dieser Stelle kurz unterbrechen. Und zwar Nummer eins: Ist denn damit zu rechnen, dass Gold aufgrund der aktuellen Umstände weiterhin fällt? Vielleicht willst du kurz dazu antworten, dann komme ich mit den zwei weiteren Fragen. Das würde ich dann eben gleich dann mit der Investmentfrage vielleicht verbinden, weil das eben ein Okay, wichtiger dann mache ich die Faktor zweite ist, Frage was. nochmal. Ja. Gilt das Gleiche auch für Silber? Und zu guter Letzt ist im Umkehrschluss damit zu rechnen, dass der US-Dollar weiterhin steigt. Also ich weiß nicht, du bist zwar jetzt kein Währungsanalyst, aber vielleicht kannst du eine Antwort mit diesen drei, in diesen drei Fragen eine Kombinationsantwort geben. Also Frage 1 zu Gold und Frage 2 zu Silber, werde ich dann noch auf einen der folgenden, auf den folgenden Slides ohnehin eingehen, was den Dollar angeht. Ich glaube, unsere Währungsstrategen gehen eher davon aus, dass der Dollar wieder im Jahresverlauf, auch im nächsten Jahr dann nachgeben wird, weil eben die US-Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Dann die Fed die Zinsen ab Mitte nächsten Jahres sogar wieder senken wird. Also dieser Zinsvorteil, den der Dollar hat, jetzt aufgrund der aggressiven Zinserhöhung, der wird dann im Laufe des nächsten Jahres dann sich wieder verringern und das wird dann der Markt dann auch vorwegnehmen. Es hängt natürlich auch stark davon ab, ob es zu dieser befürchteten Gaskrise kommt. Wenn jetzt ab 22. Juli kein Gas aus Russland mehr nach Europa strömt, dann ist wohl eher zu erwarten, dass der Euro nochmal gewaltig nachgibt, weil dann wahrscheinlich die EZB die Zinsen gar nicht mehr anheben wird und Europa in eine Rezession rutscht. Die Erwartung, dass der Dollar eher wieder abwertet oder schon nah am Top ist, basiert eben auf der Annahme, dass wir in Europa keine Gaskrise sehen, also dass zumindest gewisse Gasmengen, vielleicht so wie bis Anfang dieser Woche, wieder dann ab Ende nächster Woche dann über Nord Stream nach Europa fließen. Also wenn es eben der Dollar nicht weiter aufwertet, wird natürlich dann ein wichtiger Belastungsfaktor für den Goldpreis entfallen. In dem Maße, wie dann die Fed die Zinsen senkt, dürften auch die Renditen runterkommen. Wir sehen ja schon, dass er aktuell die Zweijahresrendite über der 10-Jahresrendite notiert, die 10-Strukturkurve invers ist, was schon so eine gewisse Erwartung diesbezüglich nahelegt. Also würde der Goldpreis eben auch davon profitieren. Aber aktuell müssen wir eben erwarten, was passiert mit Nord Stream denn ab 22. Juli. Das ist eben kurzfristig das große Eventrisiko, was wir noch abwarten müssen. Bezüglich Gold, wie geht es weiter? Ein wichtiger Faktor ist eben auch, wie sich die Investoren verhalten. Und man sieht eben, dass die Anleger Gold doch den Rücken gekehrt haben. Das Interesse der Anleger an Gold ist spürbar gesunken, gilt insbesondere für die ETF-Anleger und für die spekulativen Anleger. Ich habe jetzt diese beiden Komponenten hier dargestellt. Links sind das die ETF-Veränderungen im Monatsvergleich. Also wenn dieser Balken nach oben geht, haben wir ETF-Zuflüsse. Wenn die nach unten geht, haben wir Abflüsse. Und rechts, das sind die spekulativen Netto-Long-Positionen von Gold, das ist diese gelbe Fläche. Dazu eben der Goldpreis dargestellt. Man sieht eben, dass vor allem zu Jahresbeginn wir noch ein recht kräftiges Anlegerinteresse gesehen haben. Im ersten Quartal haben wir laut World Gold Council Zuflüsse in die Gold-ETFs von 269 Tonnen gesehen. Im März sogar den stärksten Monatszufluss seit rund 6 Jahren. Und auch die spekulativen Finanzleger haben im ersten Quartal verstärkt auf den steigenden Goldpreis gesetzt. Also den Aufbau von Netto-Long-Positionen haben wir da gesehen. Die hatten sich dann innerhalb von 4 Wochen auf rund 150.000 Kontrakte verdreifacht und all das hat auch dazu beigetragen, dass der Goldpreis bis Anfang März auf 2070 Dollar für Unze steigen konnte und wieder fast am Allzeithoch von August 2020 kratzen konnte. Seither haben wir eigentlich eben eine komplette Kehrtwende gesehen. Die Gold-ETFs haben im Mai und Juni Abschlüsse gesehen.
im gesamten zweiten Quartal 39 Tonnen laut World Coal Council. Seit Anfang Juli, also in diesen knapp 2 Wochen, sind schon wieder 53 Tonnen aus den Gold-ETFs abgeflossen, laut Bloomberg, also mehr als im gesamten zweiten Quartal. Und gleichzeitig sehen wir auch eine Rückzug der spekulativen Finanzanleger. Die Netto-Long-Positionen liegen nur noch bei rund 17.000 Kontrakten. Das ist das niedrigste Niveau seit gut 3 Jahren. Also wir haben ein sehr geringes Interesse der Anleger als preisbelastenden Faktor. Allerdings muss man sagen, deutet so ein geringes Anlegerinteresse auch eher so darauf hin, dass wir da nahe einer Bodenbildung sind auf eine Trendwende. Vor allem, wenn der Optimismus der Spekulanten sehr gering ist, war das in der Vergangenheit häufig so eine Art Basis für eine Trendwende. Aber wie gesagt, wir brauchen eben auch Unterstützung seitens der Wechselkurse, seitens der Renditen, dass es dazu kommen wird. Wie sieht es mit der Göttner-Frage in Asien aus? Die reagiert natürlich recht findig auf Preisveränderungen. Die Rede ist ja von der klassischen Goldnachfrage nach Schmuck, Münzen und Barren. Aber die gibt aktuell eben auch keine allzu große Unterstützung. Die ist vor allem durch Asien geprägt, da China und Indien knapp die Hälfte dieser Nachfrage stellen. Und diese ist eben sehr preissensibel. Will heißen, wenn die Preise steigen, dann halten sich die eher mit Käufen zurück. Wenn die Preise fallen, dann sind sie eher dazu bereit, Goldschmuck zu kaufen. Das war ganz gut zu sehen. 2020, als der Goldpreis kräftig gestiegen war, ist eben diese Nachfrage eingebrochen. Da hat natürlich auch eine Rolle gespielt, dass dann aufgrund von Corona-Einschränkungen dann viele Schmuckgeschäfte geschlossen waren, sowohl in China als auch in Indien. Nachdem der Preis dann etwas zurückkam und die Corona-Maßnahmen gelockert wurden, kehrte die Nachfrage umso eindrucksvoller wieder zurück. Vor allem in Indien war das zu sehen, dass sie diese gelbe Balken. Wir haben einen starken Anstieg der Goldimporte in Indien vor allem im letzten Jahr gesehen, nachdem sich die Preise spürbar beruhigt hatten. Allerdings droht jetzt kurzfristig erneuter Gegenwind, nachdem die indische Regierung verkündet hat, dass man ab Juli die Goldimportsteuer deutlich anheben will. Das würde dann eher für gemäßigt geringere Goldimporte sprechen. Die Goldnachfrage in China hat dagegen das Niveau von vor der Corona-Krise noch nicht wieder erreicht. Und zuletzt gab es ja auch dann neuerliche Belastungen aufgrund von Corona-Lockdowns, lokalen Corona-Lockdowns. Man muss sagen oder kann sagen, dass die Goldnachfrage in China und Indien zumeist antizyklisch ist, somit eher preisstabilisierend wirkt und nicht neue Preistrends setzt und auch nicht aktuelle Trends verlängert. Bei all dem, was wir jetzt ja an kurzfristig negativen Nachrichten zu Gold gehört haben, muss man allerdings sagen, dass Gold verglichen mit anderen Anlageklassen diesen Jahr noch immer gar nicht mal so schlecht abschneidet, im Gegenteil, sondern sogar die anderen Anlageklassen aussticht. Vielleicht mit Anleihen zum Beispiel, die durch den Renditeanstieg belastet wurden, steht Gold besser da, noch besser vielleicht mit Aktien, die aufgrund von den steigenden Renditen und von Rezessionsängsten unter Druck stehen und erst recht mit Kryptowährungen wie Bitcoin, der sich seit Jahresbeginn mehr als halbiert hat. Da machen sich die 6% Minus bei Gold seit Jahresbeginn noch vergleichsweise geringer. Es ist nur ein schwacher Trost, aber eben zumindest sieht man, dass ja Gold im Vergleich mit anderen Anlageklassen dieses Jahr deutlich weniger verloren hat. Zumindest in dem Zusammenhang wird Gold mit seinem Ruf als sicherer Hafen und Wertschöpfung der Anlage gerecht. Erst recht, wenn man bedenkt, dass eben der Goldpreis in Euro seit Jahresbeginn noch im Plus liegt, wie ich schon zu Beginn gesagt hatte. Frage zu Silber wurde schon gestellt, da werde ich auch noch eingehen. Also Silber wartet in diesem Jahr mit einer noch schlechteren Preisentwicklung als Gold auf. Gerade heute ist der Silberpreis auf ein neues Zweijahrestief von rund 18 Dollar je Feinunze abgesackt, liegt seit Jahresbeginn rund 20% im Minus. Auch gegenüber Gold schneidet Silber schlecht ab. Das Gold-Silber-Verhältnis ist auf 93 gestiegen. Auch das ist der höchste Stand seit Juli 2020. Also Gold ist auch gegenüber Silber, Silber ist gegenüber Gold so preiswert wie seit 2 Jahren nicht mehr. Silber wird damit seinem Ruf erneut gerecht, dass es die Preisbewegung von Gold in der Regel überproportional nachvollzieht. Das heißt also, wenn der Goldpreis steigt, steigt Silber stärker. Wenn der Goldpreis fällt, dann fällt Silber stärker. Und genau das ist aktuell der Fall. Liegt auch daran, dass der
Silbermarkt verglichen mit dem Goldmarkt deutlich kleiner und weniger liquide ist. Zudem muss man sagen, dass auch die US-Dollarstärke eben auch auf dem Silberpreis lastet. Ein weiterer Belastungsfaktor ist die Preisschwäche bei Industriemetallen. Ich hatte zu Beginn die Grafik gezeigt, dass die von allen Rohstoffklassen am stärksten im Minus liegen. Warum? Weil eben gut die Hälfte der Silbernachfrage aus der Industrie kommt, strahlt das natürlich dann auch auf Silber ab. Hier ebenfalls die Sorge von einer Rezession und von einem deutlich schwächeren Wachstum in China. Was für Silber, für Gold gilt mit den ETFs, gilt noch viel mehr für Silber. Wir sehen da einen regelrechten Exodus der ETF-Anleger. Die Silber-ETFs verzeichnen schon seit Monaten kräftige Abflüsse. Allein im zweiten Quartal Abflüsse von rund 1300 Tonnen laut Bloomberg. Das war das schlechteste Quartal seit rund 11 Jahren. Und allein seit Mai bis aktuell sind schon wieder mehr als 2000 Tonnen Silber aus den ETFs abgezogen worden. Anders als in der Vergangenheit führt das steigende Gold-Silber-Verhältnis somit nicht zu ETF-Käufen, im Gegenteil. Und auch die Spekulanten sind bei Silber sehr pessimistisch gestimmt, setzen mittlerweile per Saldo auf fallende Preise, sind netto short positioniert und zwar so stark wie seit rund 3 Jahren nicht. Wir sehen bei Silber eigentlich auch einen übertriebenen Pessimismus. Silber sollte langfristig unseres Erachtens großer Profiteur des Megatrends grüne Energie sein, da Silber in den Solarzellen zum Einsatz kommt und somit von dem Bereich viel Nachfrage generiert werden sollte. Aber das steht aktuell eben komplett im Schatten der von mir erwähnten generellen negativen Trends. Komme ich dann noch zu Platin. Interessant, ähnlich wie Gold und Silber noch zu Jahresbeginn kräftig gestiegen auf einen neuen Monatshoch von fast 1200 Dollar fallen Unze. Das 6,5-Jahreshoch von Anfang 2021 wurde allerdings nicht erreicht. Danach bewegte sich der Preis lange Zeit in einer Spanne zwischen 900 und 1050. Aus dieses dann Anfang Juli nach unten ab herausgefallen und gerade heute auf rund 830 Dollar abgerutscht. Das ist tiefste Niveau seit Juli 2020, also genau wie bei Silber seit 2 Jahren. Wie sieht es bei Platin fundamental aus? Aktuell nicht wirklich überzeugend. Der globale Platinmarkt dürfte in diesem Jahr erneut einen Angebotsüberschuss von mehr als 600.000 Unzen aufweisen, laut Wirth Platinum Investment Council, wenngleich aber ein deutlich niedriger Überschuss als noch im letzten Jahr. Wir sehen einen deutlichen Rückgang der Minenproduktion in Südafrika nach dem kräftigen Anstieg im vergangenen Jahr. Und auch das Recyclingangebot aus der Automobilindustrie dürfte zurückgehen, weil eben aufgrund der aktuellen Lieferkettenproblematik weniger Autos verschrottet werden. Also zumindest haben wir eine gewisse Unterstützung seitens des Angebots auf die Marktbilanz. Die Nachfrage aus der Automobilindustrie sieht auch eher fundamental gut aus. Die soll kräftig steigen und damit den Rückgang aus dem Jahr 2020 vollständig wieder rückgängig machen. Liegt vor allem daran, dass mehr Platin in den Katalysatoren eingesetzt wird aufgrund strengerer Emissionsvorschriften und dass es zu einer Substitution von Palladium zu Platin kommt. Palladium ist immer noch mehr als doppelt so teuer wie Platin und die Automobilhersteller aufgrund von Kostendruck setzen eben verstärkt auf Platin dann in den Katalysatoren. Was uns weiterhin große Kopfschmerzen macht, ist eine sehr schwache Investmentnachfrage bei Platin. Großer Malus liegt zum einen an der schwachen Barrennachfrage in Japan. Dort sind Platinbarren sehr beliebt bei den privaten Haushalten. Da der Yen allerdings dieses Jahr so schwach ist, weil die Bank of Japan noch viel langsamer ist als die EZB, was Zinserhöhung angeht, ist der lokale Platinpreis stark gestiegen. Das führt eher dazu, dass die japanischen Anleger Barren verkaufen und nicht kaufen. Ein weiterer großer Schwachpunkt bei Platin sind die ETFs. Ähnlich wie bei Gold und Silber haben sie auch massive Abflüsse. Rund 300.000 Unzen seit Jahresbeginn. Das ist bereits mehr als im gesamten letzten Jahr. Und die Prognose des Wirth Platinum Investment Councils unterstellt für dieses Jahr lediglich 50.000 Unzen Abfluss in der Prognose der Marktbilanz. Wir sehen auch gewisse Abwärtsrisiken bei der Automobilproduktion aufgrund Ukraine, China, Chipmangel, also das alles wirkt eben auf der Angebotsseite, dass eben weniger Autos produziert werden können, Lieferkettenprobleme. Das heißt also, dieser Angebotsüberschuss von 627.000 Unzen, Prognose WPC, könnte durchaus auch noch größer ausfallen, wenn nicht
bestimmte Angebotsrisiken zum Tragen kommen. Die gibt es bei Platin auch, wie zum Beispiel Südafrika, 75% Anteil an der Platinminenproduktion. Hat immer wieder mal mit Stromausfällen zu tun. Da kann es eben zu Rationierung von Strom in den Minen kommen, was dann wiederum entsprechend dann weniger Minenproduktion zur Folge hätte. Oder auch Sanktionen gegen Russland. So darf eben seit April kein in Russland in dortigen Raffinerien hergestelltes Platin mehr in London und Zürich gehandelt werden. Wir sehen Platin eher in diesem Jahr im Einklang mit dem Goldpreis dann steigen. Wir sehen Gold beim Jahresende bei 1900 und Platin bei 1050. Aber wir sehen aber eben auch kein Aufholen des Platinpreises gegenüber dem Goldpreis aufgrund der Lage, dass wir eben aktuell eher mit einem Angebotsüberschuss rechnen müssen. Dann komme ich noch zum grünen Abschluss zum CO2-Preis. Wir sehen den CO2-Preis seit Mitte April zumeist in einer Spanne zwischen 80 und 90 Euro je Tonne. Das ist die Grafik dargestellt. Anfang Februar wurde bei annähernd 100 Euro noch ein Rekordniveau verzeichnet. Damit war dann auch dann dieser jahrelange Höhenflug, der den Preis von rund 20, den auf fast 100, auf verfünffacht hat, innerhalb von rund 2 Jahren beendet. Danach setzte eine scharfe Korrektur ein. Jetzt haben wir aktuell zwei gegensätzliche Faktoren, die da wirken auf die Emissionsrechte. Zum einen haben wir ein Comeback der Kohle wegen der Risiken bei der Gasversorgung, die ich schon hinreichend geschildert habe. Wenn man mehr Kohle einsetzt, heißt man hat mehr Emissionen, entsprechend höheren Bedarf an Emissionszertifikaten, die man einliefern muss. Auf der anderen Seite haben wir eben das Szenario, dass sich die Industriekonjunktur deutlich abschwächen sollte, aufgrund der Risikofaktoren, die schon genannt sind. Und eine geringere Industrieproduktion heißt eben auch einen geringeren Emissionen und weniger Bedarf an Emissionsrechten. Das sorgt eben aktuell für diese Schwankungsbreite eng zwischen 80 und 90 Euro je Tonne. Politisch hat sich was getan, und zwar haben sich EU-Parlament und der Ministerrat ihre Meinungen zum Klimapaket Fit for 55 dargestellt. Das bedeutet, man ist am Beginn des Trilogs mit der EU-Kommission. Wenn sich alle drei dann einig sind auf einen bestimmten Rahmenplan, dann wird das eben als Gesetzesform festgegossen. Und da scheint man auf einem ganz guten Weg zu sein, weil sich das EU-Parlament von den doch sehr ambitionierten Zielen, was die Absenkung des CO2-Reduktionsziels bis 2030 da nicht mehr ganz so stark abweicht von der Vorstellung der EU-Kommission, also 63% minus gegenüber 61%. Man könnte meinen, dass man sich vielleicht in der Mitte bei 62 einigt. Also da ist nicht mehr allzu viel Luft dazwischen, also da scheint eine Einigung denkbar. Zudem ist man sich einig, dass man schneller gegen zu stark steigende CO2-Preise vorgehen will, mittels Freigabe von Zertifikaten aus der Marktstabilitätsreserve. Was so ein bisschen überrascht hat, auch den Wind aus den Segeln genommen hat beim CO2-Preis, ist die Ankündigung, dass man aus der Marktstabilitätsreserve Zertifikate zur Finanzierung der Energieunabhängigkeit von Russland verkaufen will. Die Mengen, um die es hier geht, sind allerdings eher ziemlich gering, und die Verkäufe sollen auch zeitlich gestreckt bis 2026 vonstatten gehen und später wieder neutralisiert werden. Das Signal seitens der Politik ist aber, aktuell geht Energiesicherheit vor Klimaschutz, was eben für den CO2-Preis eher den einen Malus darstellt. Wir sehen den CO2-Preis da vorerst weiterhin seitwärts in der Spanne zwischen 80 und 90 Euro je Tonne. Falls es zu einer Gaskrise kommt, dann sehen wir einen Rückgang auf unter 80 Euro je Tonne. Allerdings sollte die dann stärkere Nutzung der Kohlekraft einen noch deutlicheren Rückgang entgegenstehen und somit den Preis nach unten absichern. Eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends beim CO2-Preis sehen wir aber erst, wenn die aktuell hohe Unsicherheit nachlässt und die EU-Wirtschaft wieder besser trittfest. Ich erwarte eine stärkere Absenkung der Obergrenze an Emissionen, also die langfristige Verknappung des Angebotes von Emissionsrechten, dürfte die Preise mittelfristig wieder weiter nach oben treiben. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angekommen. Ich hoffe, es war für alle spannend, was Interessantes dabei. Und falls noch weitere Fragen sind, dann können die gerne gestellt werden. Wir haben tatsächlich noch Fragen beziehungsweise zwei Wünsche. Und zwar zum einen, oh, jetzt kommt noch eine Frage zum CO2-Preis. Wir machen aber erstmal deine Sicht auf Kupfer wurde hier
mehrfach schon gefragt, wie sieht es bei Kupfer aus, vor allem im zweiten Halbjahr? Es ist ja stark abgestürzt, das zum einen. Neben Kupfer wurde kurz darauf deine Meinung bzw. die Aussichten für Palladium befragt. Und dann, wenn das fertig ist, dann noch eine kurze Frage zum CO2-Preis. Also Kupfer ist natürlich eben besonders sensibel, was Konjunktur-Rezessionsängste angeht. Heißt nicht umsonst Dr. Kopper, solange eben diese Sorgen Oberhand haben, dann ist durchaus zu erwarten, dass der Preis noch weiter nachgibt. Allerdings sehen wir mittlerweile auch schon Anzeichen einer Übertreibung. Also die Spekulanten sind auch bei Kupfer mittlerweile schon massiv netto Short positioniert. Relative Stärke-Index dürfte mittlerweile auch deutlich im überverkauften Bereich sein. Also es wäre auch nicht überraschend, wenn wir da mal eine Gegenbewegung sehen. Aber dann eben das Thema globale Rezessionsangst, China-Lockdowns, dann noch über allem wabert, dürfte sich der Preis schwer tun, da sich nachhaltig zu erholen. Palladium hat sich jetzt erstaunlich gut gehalten. Das ist natürlich eben auch Russland ein großes Thema, weil eben rund 40% des Palladium-Minenangebotes aus Russland kommen. Bislang gibt es da noch keine Sanktionen, bis auf die Sache, dass eben die LPPM, das ist dieser Handelshändlerverband für Platinmetalle, gesagt hat, dass man kein Palladium, was aus zwei staatlichen russischen Raffinerien kommt, mehr in London und Zürich handeln darf. Aber auf der Platinwoche, wo ich im Mai zu Besuch war, hieß es, rein theoretisch könnte man so machen, dass alles Palladium, was aus Russland kommt, dann von China gekauft wird und der Westen dann eben das Palladium aus Südafrika bezieht, was eben die anderen 40% des weltweiten Angebotes kommt. Bei Palladium eben auch noch von Bedeutung ist die enorm hohe Abhängigkeit von der Automobilindustrie. Mehr als 80% der Palladium-Nachfrage kommt aus der Automobilindustrie und da haben wir eben aktuell immer noch die Problematik Lieferkettenengpässe aufgrund von Ukraine, wo da die Kabelbäume nicht kommen, China wegen den Lockdowns, Chipmangel. Laut LMC Automotive, das ist so ein Beratungsunternehmen, was eben auf die Automobilbranche spezialisiert ist, dürften allein aufgrund dieser genannten Faktoren in diesem Jahr mehr als 8 Millionen Autos weniger produziert werden, als es sonst der Fall gewesen ist. Also da gibt es einen gewissen Malus und eben von mir schon erwähnt, die Substitution nach Platin. Deswegen glauben wir nicht, dass jetzt bei Palladium noch viel Luft nach oben ist. Also die Allzeithochs, die wir gesehen haben bei über 3000, Zeiten der Panik kurz nach Beginn des Krieges, 3400, 3500 war es, glaube ich. Also die werden wir so schnell nicht wiedersehen, sofern da nicht das Palladiumangebot aus Russland komplett wegfällt, wonach es aktuell jetzt kein Anzeichen hat. Also der Westen wird wahrscheinlich kaum von sich aus das tun, weil man eben dieses Palladium für die Automobilindustrie benötigt. Ob es der Russe von sich aus zurückhält, gibt es ja aktuell auch keine Anzeichen dafür. Also deswegen wahrscheinlich eher dann Palladium seitwärts auf einer breiten Spanne auf aktuellem Niveau. Was war noch die andere Frage noch? Ja, also dann zu guter Letzt die letzte Frage zum CO2-Preis. Warum sinkt bei einer Gaskrise der CO2-Preis? Es würde doch mehr Kohlekraft genutzt und damit mehr CO2 emittiert. Ich sehe so ein bisschen den letzten Punkt, da hast du ja schon mal aufgegriffen. Trotzdem, vielleicht willst du da noch mal kurz, kurz ausführen. Das ist natürlich richtig, dass dann eben mehr Kohlekraft eingesetzt wird. Allerdings eben, es wurde auch klar kommuniziert, wenn kein Gas mehr kommt, dann wird es zur Rationierung kommen. Es wird dann auch zur Abschaltung oder zumindest Drosselung der Gaszufuhr für Industrieanlagen geben. Das heißt also, die würden dann weniger produzieren. Entsprechend würden sie, wenn sie nichts mehr produzieren oder weniger produzieren, auch weniger Emissionen verursachen, entsprechend auch weniger Emissionszertifikate dann verursachen. Also der Effekt, dieser Nachfrage senkende Effekt von Rationierung und Schließung von Industrieanlagen wiegt in dem Falle schwerer als das, was jetzt mehr an Emissionszertifikaten bei der strombasierten, bei der kohlebasierten Stromproduktion dann benötigt wird. Ja.
An der Stelle habe ich auch hier keine Fragen mehr, auch aus dem Publikum keine mehr. Sehr positives Feedback. Vielen Dank an dich, Carsten. War sehr aufschlussreich, vor allem die tiefliegeren Hintergründe bei vielen Rohstoffen an dieser Stelle. Ja, danke. Und ja, ansonsten, liebe Zuhörer, ich würde mich freuen, wenn wir uns in München sehen, jetzt am Samstag. Ansonsten, das nächste Ideas-Webinar ist tatsächlich die Einführung zum Börsenspiel. Und zwar, ja, der Trader 2022 steht an. Das heißt, wir haben wieder ein großes Börsenspiel. Können Sie einen Jaguar gewinnen? Sie können iPhones gewinnen, aber auch Wochenpreise von 2222 Euro, wenn Sie einen Wochenabschluss mit der besten Performance erzielen. Also insoweit, ja, würden uns freuen, dass Sie dabei sind. Ansonsten besuchen Sie uns bei Märkte im Fokus oder bei SG Active Trading jeden Mittwoch um 19 Uhr. Und damit entlasse ich Sie und wünsche Ihnen einen schönen Abend und auch dich, Carsten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.